unter dem Typ Laura Greigenfeld zwischen Würzburg und Aschaffenburg. Reihe seit 2000. Und ich bin nicht nur Dekor im Distrikt, ich bin auch noch Datenschutzbeauftragter. Und in dieser Funktion muss ich Sie jetzt, darf ich Sie als kommende Präsidenten im Auftrag des kommenden Governors in Sachen Datenschutz unterweisen. Grundsätzlich ist es so, dass wir Ihnen eigentlich nur sagen, was Sie mindestens tun müssen, um auf der sicheren Seite zu sein, das heißt im Rahmen des Gesetzes sich zu bewegen. Wir haben auf Seiten des Datenschutzausschusses des Deutschen Governorrates sehr viele Vorkehrungen getroffen, die Ihnen Arbeit abnehmen und die Sie von bestimmten Pflichten befreien oder beziehungsweise Ihnen die Einhaltung vereinfachen. Also die Europäische Datenschutzgrundverordnung hat den Datenschutz in Deutschland und in Europa deutlich verändert. Das heißt, es ist viel expliziter formuliert, was wie zu passieren hat. Und ist auch wesentlich schärfer strafbewehrt als früher. Das heißt, wir müssen da schon ein bisschen drauf gucken. Wichtig für Sie als zukünftiger Präsident Ihres Clubs. Ihr Club wird als nicht eingetragener Verein bewertet oder BGB-Gesellschaft. Als solches ist er eine Organisation und als solche unterliegt er der Datenschutzgrundverordnung. So. Die Datenschutzgrundverordnung fragt zuallererst nach einem Verantwortlichen und erraten Sie mal, wer das ist. Das sind im nächsten Jahr Sie. Sie sind im nächsten Jahr der Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, alles, was in Ihrem Club passiert, dafür sind Sie erstmal datenschutzrechtlich verantwortlich. Okay. Welche Daten zu schützen sind, das sind die personenbezogenen Daten. Bei uns bei Rotary ist das relativ einfach. Das ist Name, Vorname, Geburtsdatum, Adressdaten, Telefonnummer, E-Mail-Adressen. Die müssen wir schützen vom Zugriff und der Weitergabe. Das ist der Schutzauftrag. Und jetzt ist immer die Frage, wir sind ja hier bei Rotary international und es gibt die Bibel, die ja jedes Jahr gedruckt bisher veröffentlicht wurde, oder als EMBV, und da ist Ihr Name unter anderem ja von allen anderen Rotarien zu lesen. Das heißt, Ihre personenbezogenen Daten. Das hat eine rechtliche Basis darin, ein Rotary International ist eine Vereinigung mit dem Zweck der Förderung der Freundschaft. Und wenn ich nicht weiß, wie sie heißt, wie soll ich dann Ihr Freund werden? Das heißt, auf Deutsch übersetzt oder für die Rechtslage, wir als Organisation und Sie als Club sind mit dem Umgang, im Umgang mit den personenbezogenen Daten der Mitglieder und ausschließlich der Mitglieder relativ frei. Das heißt, Sie dürfen Listen führen, Sie dürfen Geburtsdaten weitergeben und solche Sachen. Das gilt aber nur für die Mitglieder. Es gibt jetzt rund um uns, unsere Clubs und Distrikte und den Deutschen Governorat, gibt es ja viele Organisationen, die uns bei der Arbeit unterstützen, unter anderem Rotary Gemeindienst Deutschland und der Rotary Verlag. Bei Rotary Gemeindienst Deutschland ist es relativ einfach. Jeder Rotarier in Deutschland ist Mitglied bei Rotary Gemeindienst Deutschland und das ist wieder ein Verein und damit dürfen wir dem die personenbezogenen Daten übergeben. Das passiert auch. Also es passiert ein Abgleich zwischen dem Datenbestand von Rotary und dem Datenbestand des RTG. Beim Verlag ist es ein bisschen anders, obwohl er ja eigentlich unser Verlag ist, der gehört uns, ist das rechtlich gesehen eine dritte Person. Und da gibt es eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, so heißt das Ding. Da ist geklärt genau, welche Daten an den Verlag gehen, was der genau damit machen darf, was er nicht damit machen darf, welche Maßnahmen er ergreifen muss, um die Daten zu schützen. Das ist alles auf Bundesebene geklärt. Das heißt, da sind wir auf der sicheren Seite. Und auch Rotary International, in dem Augenblick, wo Sie Mitglied bei Rotary werden, eines Rotary-Clubs werden, werden Sie Mitglied bei Rotary International.
Und damit gibt es auch eine Rechtsgrundlage für die Weitergabe der personenbezogenen Daten an Lotterie International. Allerdings müssen da bestimmte Grundsätze eingehalten werden. Da gibt es jetzt eine Formulierung vom Datenschutzausschuss und das wird dazu führen, dass in ihren Trips vermutlich die Satzungen werden geändert werden müssen. Das wird aber im Laufe des nächsten rotarischen Jahres, denke ich, wenn Sie dann kontaktiert, die Trips kontaktiert werden, Ihnen Formulierungsvorschläge an die Hand gegeben. Und dann müssen Sie eine Trip-Versammlung machen, um diese Satzungsartikel hinzufügen, damit die Übertragung der Daten nach Rotary International gesichert ist. So, wichtig ist für Sie eigentlich nur, auf welchen Personenkreis müssen Sie ein Auge haben als Präsident, der Sekretär, der Clubmeister, der Schatzmeister. Das sind eigentlich die drei Personen, die am meisten mit personenbezogenen Daten arbeiten. Das ist so der Kreis, auf den man mehr betrachten muss. Wenn man einen Internetbeauftragten hat, der dann im Intranet zum Beispiel mit Personenlisten arbeitet oder so, der fällt dann auch darunter. Bekommen wir die Präsentation nochmal nach Hause? Ja, das bekommen wir natürlich, selbstverständlich. Das externe Sekretariat ist ein Sonderfall, das sollte aber bei uns im Distrikt geklärt sein. Das machen wir jetzt schon seit 3 Jahren. Mit dem externen Sekretariat braucht es eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung. Und externes Sekretariat heißt aber nicht, dass dadurch, dass jemand bei externes Sekretariat im ROKAS als externes Sekretariat eingetragen ist, dass der ein solches sei. Da stehen nämlich zum Teil Notarier drin. Da besteht die Notwendigkeit nicht. Aber wenn die Organisation eines Rotaries das macht, das Sekretariat eines Freundes zum Beispiel, dann muss es mit dieser Institution eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung geben. Dafür gibt es einen Vordruck, den schicke ich Ihnen mit. Das werden Sie aber vermutlich nur abklären müssen, ob das passiert ist. Das sollte aber schon lange passiert sein. Ja? Tätigkeiten, das ist klar, das sind nur die Tätigkeiten, wo Sie mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Jetzt die rechtlichen Hintergründe, was muss passieren? Das hatte ich schon gesagt, der Governor muss einen Datenschutzbeauftragten bestellen, weil im Distrikt mehr als 9 Personen mit der Bearbeitung personenbezogener Daten befasst ist. Für die Clubs unterstellen wir, dass dem nicht so ist. Und wenn ein Club normal agiert, also wie es so gewöhnlich passiert, dann sind das auch keine 9 Leute und keine 10 Leute, sondern vielleicht 5. Und der Governor muss eine Unterweisung durchführen für Sie und er muss nachweisen, dass es getan hat. Und der Governor hat das jetzt an mich delegiert, der kommende Governor, diese Unterweisung. Und es geht dann eine Liste rum, da werden Sie um Unterschrift gebeten, dass Sie diese Unterweisung bekommen haben. Das ist so im Club, am Anfang Ihres rotarischen Jahres oder schon vorher haben Sie wahrscheinlich Ihre erste Vorstandssitzung, wo dann alle Mitglieder des Vorstands zusammensitzen und da sollten Sie Ihre Vorstandsmitglieder nochmal daran erinnern, dass es da Verpflichtungen gibt. Das ist relativ einfach, da gibt es einen Vortrag von uns, den drucken Sie aus, verteilen ihn und sagen ihm, bitte durchlesen. Ja? Und damit sind Sie eigentlich schon auf der Seite abgesichert. Bei neuen Mitgliedern gibt es auch ein Vortrag für neue Mitglieder. Wenn Sie neue Mitglieder aufnehmen, geben Sie diesen Vortrag dem neuen Mitglied. Damit ist das informiert über seine Rechte und was mit seinen Daten passiert und so weiter und so fort. Alles schon vorgefertigt. Ich müsste eigentlich nur dafür sorgen, dass Sie das richtig einsetzen. Der Präsident muss, wenn Sie mit externen Kontakt aufnehmen, muss er die informieren oder der Club an sich ist oft auch, sagen wir, der Clubmeister, der einen Referenten einlädt, wenn die personenbezogenen Daten des Referenten zum Beispiel im Wochenbericht erfasst werden, dann muss er diesen Referenten datenschutzrechtlich unterrichten. Auch dafür gibt es einen Vortrag. Das heißt,
kriegen diese ganzen Papiere von uns, von mir, wir müssen das Ding höchstens ausdrucken oder per Mail schicken. Und eben dieser Vertrag für externes Sekretariat, wenn Sie ein solches haben, das waren glaube ich 3, 4, 5 Stück. Das lasse ich jetzt weg. Ja. Wichtig ist eigentlich der letzte Satz hier. Ja, der letzte Satz hier. Das ist wichtig. Solange Sie mit dem System arbeiten, die Ihnen der Rotary Verlag zur Verfügung stellt, ROPAS, ROWEB, ROCloud, ROAP, OEMDV, sind Sie auf der sicheren Seite. Sobald Sie anfangen, Daten zu exportieren, Excel-Listen oder so, sollten Sie ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen. Das sollte dann nicht in die Hände Dritter gelangen. Also Sie dürfen Geburtstagslisten ziehen, Sie dürfen für Veranstaltungen Teilnehmerlisten ziehen, das ist alles kein Problem. Das Einzige, was Sie machen müssen, Sie müssen dafür sorgen, dass das die Sphäre des Clubs nicht verlässt. Ja? Also das sind jetzt die Vordrucke, von denen ich gesprochen habe. Wir haben einen für Amtsträger, für neue Mitglieder, für externes Sekretariat. Es gibt eine Datenschutzerklärung, die auf jeder Webseite präsent sein muss. Und in ROWEB ist es so gemacht, dass diese Datenschutzerklärung auf das Impressum verweist, was den Verantwortlichen betrifft. Und im Impressum wird mit dem Jahreswechsel, werden Sie als Präsident da geschossen, sozusagen, steht Ihr Name dann da drin, als Verantwortlicher zum Jahreswechsel. Die einzige Einflussnahme, die Sie haben, da ist eine E-Mail-Adresse mit angegeben, weil der Verantwortliche durch Dritte erreichbar sein muss. Er muss nur erreichbar sein. Wie er erreichbar ist, ist egal, er muss erreichbar sein. Und sehr viele, wahrscheinlich die meisten Clubs, haben eine Club-Adresse. E-Mail-Adresse vom Club, das ist normalerweise clubname@rotary.de, kostet 16 Euro im Jahr oder so. Also die meisten dürfen das haben, die kann man als Clubadresse im ROCAS ganz oben einstellen, das erkläre ich morgen mit dem Sekretär. Und wenn die vorhanden ist, wird die als Adresse angezogen. Nur wenn die nicht vorhanden ist, wird die private E-Mail-Adresse des Präsidenten herangezogen. Das heißt, Sie können aber auch bei der Clubadresse oben irgendwas anderes reinschreiben, also eine andere E-Mail-Adresse. Es gilt nur, mit dieser E-Mail-Adresse muss der Präsident sicher erreichbar sein. Das ist die Forderung. Sie muss nicht den Namen des Präsidenten enthalten oder sonst was. Sie muss nur sicherstellen, dass beim Präsidenten die Information ankommt. Ja? Ich habe noch einen Tag vergessen. Gehen wir mal zurück. Da bin ich soweit durch. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Meine E-Mail-Adresse steht da drauf, Sie können mir jederzeit eine E-Mail schicken. Und ich unterstütze Sie, wo es auch immer geht. Die Dokumente kriegen Sie nach dem Pelzsalon im Laufe der nächsten Woche zugeschickt, zusammen mit anderen Unterlagen.